Ich möchte ganz speziell unsere Ehrengäste begrüßen. Erstens Herrn Konsul Konstantin Lebedow von der russischen Botschaft. Er ist ein alter Freund unseres Museums. Und wenn wir einen Anlass haben, ist er immer bei uns. Leider verlässt er uns noch dieses Jahr, habe ich gehört. Und wir hoffen, dass es wieder einen neuen Herrn Lebedow gibt, der sich für Suvorov auch so einsetzt. Dann möchte ich auch Frau Elena Agipova begrüßen, Kulturattaché der russischen Botschaft. Und Herr Beyer von der Galerie Beyer Collection, er wird uns dann etwas zu diesen Bildern noch erzählen. Ganz speziell möchte ich natürlich unseren Künstler begrüßen, weil ohne ihn würden wir eigentlich gar nicht hier sein. Und dann möchte ich auch Herrn Louis Sperti, Ehrenpräsident von der Spinnerei Rita hier begrüßen. Ebenso noch meine Mutter, die auch immer bei uns eigentlich mitgeholfen hat im Museum und eigentlich jahrelang unser Brockenhaus geführt hat. Dann auch alle Freunde unseres Museums aus dem Kanton Graubünden, aus dem Murtental und von überall her, aus dem Tessin, überall her aus der Schweiz, wo sie hier gekommen sind. Ich möchte jetzt allererst Herrn Beyer das Wort übergeben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Konstantin, liebe Freunde der russischen Botschaft, liebe Freunde des Suvorov-Museum, lieber Alex, zwei Personen sind wichtig hier drin. Das ist unser Generalissimus, Alexander Wassiljewitsch Suvorov, und du. Ihr seid die wichtigsten Personen. Ohne ihn, ohne Generalissimus, hättest du nichts malen können. Und wenn du mich gemalt hättest und sie dir gegeben hätte, gäbe es kein Suvorov-Museum. Also so seht ihr, dass das Schicksal seinen Lauf nimmt. Alles im Leben hat einen Sinn. Dazu möchte ich noch sagen, dass der General Suvorov für uns einer der wichtigsten Geschichtsmacher gewesen ist, wenn er nicht gewesen wäre. Ich habe heute jetzt gerade gehört, die Dialekte, die da gesprochen werden. Es hat mich gefreut, würden wir heute nur noch Französisch sprechen. Dank ihm gibt es die Schweiz, so wie sie sie heute gibt. Dank ihm. Also ich verneige mich vor dem General in Würde und Ehre. Ich denke, er ist ja 1730 geboren und 1800 gestorben und 1799 ist er zurückgegangen, 22.000 Mann, tut mich korrigieren, das jetzt war, dann 15.000 gingen zurück, davon sind 5.000 verwundet gewesen, so ungefähr, also bitte tut mir nicht behaftet. Er ist eigentlich nach Hause gegangen, um zu sterben. Das hat mich so berührt heute, gestern Abend, ich habe noch ein bisschen tiefer gelesen, so berührt, er hat eigentlich hier seine ganze Lebenskraft hier liegen lassen. Das ist schon, wenn man das sich zum Herzen, zum Gemüte nimmt, schon etwas Wahnsinniges. Es hat ja auch ich erzähle das immer gerne, die Szene gegeben, wo die Soldaten müde waren und dann zum General gegangen sind und gesagt haben, unser lieber General, unsere Soldaten sind müde, sie mögen nicht mehr, sie können nicht. Dann hat der General gesagt, den Offizieren, gräbt mir dort ein Grab, legt mich hinein, lebendig und tut mich zu schütten. Die Soldaten, die Offiziere haben ihn auf Knien gebeten, seinen Auftrag, seinen Befehl zurückzuziehen. So stark war sein Wille, in diese Schlacht zu gehen und nicht aufzugeben. Es wurde wieder keinen Weg gelegt und er ist halt dann über einen Pass gegangen und. Die Geschichte kennt ihr am besten. Jetzt komme ich zum Alex Doll. Wie ihr wisst, habe ich eine Galerie in Basel, eine, darf man sagen, heute der größten Galerie in der Schweiz, auf 1100 Quadratmeter, ganz neu gebaut. Ich habe auch den größten Galeristen, der ist 2,01 Meter. Das ist auch noch. So, stimmt's, gell? Und wir haben dann auch eine riesengroße Sammlung. Wir sind noch nicht ganz, ganz oben, aber wir kommen. Das muss ich euch sagen. Jetzt sowieso, wenn ich diese Bilder sehe und den Alex als Galerist betreuen darf, freut es mich wahnsinnig, gibt mir Aufschwung,
weiterzumachen. Der Alex ist, wie gesagt, 24 Jahre alt. Ein junger Künstler, hat es in seinem Leben schon sehr weit gebracht. Ich habe fast ein bisschen Angst, dass er schon so weit ist. Er nimmt sich ein Thema an, wo uns interessiert, malt 10 bzw. 11, das 11. Bild ist ein Porträt, was er gemacht hat von Suvorov, malt diese Stationen von Suvorov, von seinem Schlafen, von seinen Stationen. Wenn ich diese Bilder anschaue, sehe ich immer einen jungen Künstler, der mit 28 gestorben ist, aber das ist die spanische Grippe, lieber Alex, das mit da. Aber ich kann dich nur mit dem vergleichen, das ist Egon Schiele. Ihr kennt vieles Egon Schiele. Ich rede jetzt aber von Egon Schiele von den Anfangszeiten. Er hat, er hat ja gern Akt gemalt und zum Teil auch ungern Akt. Aber sag mal, wenn ich seine Ölgemälde anschaue, wo er gemacht hat, ich selber besitze auch eines kleine Vorstadt, dann sehe ich eigentlich Alex Doll in Reinkarnation eigentlich des Egon Schiele. Egon Schiele ist, wie gesagt, in der spanischen Grippe mit 28 gestorben, seine Frau und sein Kind sind auch gestorben. Ich möchte nur noch sagen, diese Bilder symbolisieren uns eigentlich oder tun uns verbinden mit Russland noch mehr. Gerade in der heutigen Zeit, ohne politisch zu werden, vergesst einfach Russland nie im Herzen, nie im Leben. Russland ist ein großes Land. Russland war unter der Zaren, geknechtet gewesen, das kann nicht, das ist so. Nachher kam die 70 Jahre die kommunistische Seite und jetzt ist Russland frei. Und Russland hat Ressourcen, wo unerschöpflich sind. Man sollte zu solchen Freunden, sollte man Sorge tragen. Und ich meine, wie gesagt, auch die Krim. Die Krim gehörte zu Russland. Da hat ein ukrainischer, damals Präsident von der Sowjetunion, hat die Krim dann einfach den Ukraine geschenkt. Wir sind in einer großen Zeit, wo die Basken wollen weg, Schottland wollte weg und so weiter und so fort. Alles, wir sind in der Zeit, Findung des zurück zu den Wurzeln, wo wir, und jeder möchte sein Territorium eigentlich wieder haben, weil man erinnert sich halt doch an vieles. Darum, ich schaue diese politische Geschichte von einer anderen Seite an und sage euch nur mit einem großen Fragezeichen, wäre das der Amerikaner, dann würde nie so eine Geschichte gemacht. Aber es ist halt Russland. Ich bin stolz, ich bin sehr stolz, hier zu sein, glaubt mir. Ich bin stolz, dass ich die Bilder in meine Sammlung aufnehmen konnte. Ich bin stolz, auch ein bisschen Russe zu sein. Darum bedanke ich mich bei meinen Freunden, bei euch, dem Museumsleiter hier, der Mutter des Museumsleiters, die mithilft. Das braucht es immer wieder in allem. Ich bedanke mich recht herzlich und möchte euch noch etwas sagen. Ich werde in Kürze dem Museum 10x10 Mappen schicken, wo alle diese Bilder in Litos sind. Dann sind in diesen 10 Mappen sind dann 11 Litos drin, die Geschichte von dem. Und das ist ein Geschenk von mir, von der Galerie CB, wo das Museum verkaufen kann. Also die Mappen kosten über 1000 Franken. Und die Herstellung war auch nicht ganz billig. Glauben Sie mir, das ist ein Geschenk, ich kann Sie leider heute nicht mitnehmen, weil wir sind noch in den letzten Zügen mit dem Umschlag. Aber das ist ein Geschenk und Sie werden das in den nächsten 14 Tagen, 3 Wochen per Post bekommen. Es wird ein Wertsendung sein. Erschrecken Sie nicht, vielleicht bringt es eigentlich, das wird nicht der normale Postbote, sondern das UPS oder das heißt. Also, oder FedEx. Vielen Dank. Damit möchte ich mein Video schließen. Alex, ich gratuliere dir zu deinen Bildern. Du bist der Glück für mich im Moment der größte Künstler, ein Newcomer, der seinen Weg geht. Und wir werden noch in 50 Jahren, dann bin ich dann halt 112, aber, oder sagen wir in 30 Jahren, werden wir noch zusammenarbeiten. Einverstanden? Also, vielen Dank, ich hoffe, ich habe Sie nicht langweilig.